Servus, willkommen in Ackendorf. So, wir wollen mal ein bisschen verkaufen. Fangen wir mit der Gerste an. Denn im Shop ist kein Sonderangebot mehr. Das heißt, der Streik sollte nun auch beendet sein. Hoffen wir es mal. Warten wir, bis das Ganze voll ist. Die Handbremse können wir aber schon mal lösen. Und dann gibt es endlich wieder ein bisschen Kohle dazu. Ja, und dann habe ich mir überlegt, vielleicht hole ich mir dann Feld 35 mal dazu. Ist ja von Feld 27 aus auch nicht mehr so weit zu fahren. Und dort ist ja noch jede Menge Stroh drauf. Das könnte ich dann vielleicht mal einsammeln noch und zu den Kühen bringen. Und am nächsten Spieltag ist eh wieder Feldarbeit angesagt. Das heißt, dann könnt ihr es düngen, ansäen und so weiter. Alles, was dazugehört. Ja, ansonsten denke ich mal, werde ich erstmal nicht viel machen. Irgendwann möchte ich mir mal noch Feld 22 und möchte da mal Erdfrüchte. Aber da warte ich jetzt erstmal noch ab. Vielleicht kaufe ich mir ja sogar Hof 2 vorher noch. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Also ich weiß, dort gibt es dann eben auch die Lager für die Erdfrüchte, aber die sind, glaube ich, nicht im ersten Paket mit enthalten. Also sprich, wenn ihr den kompletten Hof 2 besitzen wollt, müsst ihr euch da mehrere Pakete hintereinander kaufen. Das ist also immer so stückweise und ja, da müsst man dann mal schauen. Allerdings bräuchte ich ja die Lager gar nicht mal zwingend, denn ich hätte ja den Mod, die Mod, wo man die Häufchen mitmachen kann. Wie hieß die nochmal? Heap-Tip-Trigger, sowas. Und könnt mir also somit ja irgendwo in der Nähe der Mastanlagen auch ein Häufchen machen, wo ich dann eben die Kartoffeln mir ablade und von dort aus immer wieder in die Mastanlagen reinschaufel, wie ich sie gerade brauche. Also von dem her wäre Hof 2 für Kartoffeln gar nicht zwingend notwendig. Aber wir schauen mal. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, spielt der nächste Spieltag dann erst wieder die Feldarbeit. Und ja, bis dahin könnte ich mir ja Zeit lassen mit der Überlegung, ob ich mir das Feld kaufe und die entsprechenden Maschinen dann eben ausleihe. Die würde ich mir erstmal noch nicht kaufen. Jo, bergauf ist er dann doch schneller. Da geben wir auf. Uiuiuiuiuiui. Was muss die Gerste denn auch so schwer sein? Sind doch nur 45.000 Liter. Aber jetzt geht's wieder Gas. Auf dem Rückweg werden wir dann mal bei der Biodiesel-Raffinerie vorbeifahren und werden dort mal tanken. Ich habe gedacht, können wir ja auf dem Rückweg, bis dahin sollte das noch reichen, dort machen. Dann reicht unser Dieselpalette auf dem Hof etwas länger. Da habe ich auch den Frontlader jetzt erst mit betankt. Der war mir am Hof beim Schaufeln fast leer geworden. Und ja, dass ich da eben nicht zu häufig auffüllen muss. Will beim nächsten Mal auffüllen, da aber auch mal ausprobieren, ob ich die Palette denn auch hier bei der Biodiesel-Raffinerie dann auffüllen kann. Ich denke mal, das sollte irgendwie auch möglich sein. Allerdings, der Kotter hat ja Probleme. Von dem her wissen wir es nicht so genau. So, da ist frei. Und jetzt der große Augenblick. Ist der Streik wirklich beendet oder besteht er immer noch? Aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass das jetzt wirklich so funktioniert haben sollte. Hab ja mit dem Mapper von FSM-Team da ja drüber auch geschrieben gehabt und er sagte ja auch, dass das dann eben so ist. Und ja, wir sehen hier, das Tor ist offen, der Streik ist beendet. Wunderbar. Funktioniert alles. Ja, hier bei den Wagen habe ich auch ein bisschen was verändert. Wir sehen, die Anzeigetafel ist jetzt links, denn rechts kommt ja eben dieses HUD eingeblendet und da ist das natürlich so links hier etwas einfacher zu lesen. Das habe ich also umgeändert und ja, hatte bei der Ausfahrtswaage hatte ich auch irgendwas umgeändert. Ich weiß jetzt gar nicht, was da auch nur die Anzeige. Ich glaube, ich habe sogar das Schild noch ein bisschen anders verschoben.
Auf jeden Fall halt, ja, so kleinere Handgriffe, die ich da eben gemacht habe. Ansonsten das Depot so geblieben, wie es war. Und dementsprechend müssen wir hier ganz normal auch noch hochfahren. Ja, hauptsächlich große Veränderung war eben natürlich der Kreisel, der jetzt etwas anders aussieht. Und ja, dort wo wir die Paletten herstellen, die Karton und die leeren Paletten, da habe ich ein bisschen Deko weggeschmissen, entfernt, dann ja eben dort auch noch eine Waage hinzugefügt und eben durch das Entfernen von Deko ein bisschen mehr Platz geschaffen, um dort eben auch mal die Paletten beiseite zu stellen, dass die Produktion weiterlaufen kann, aber man nicht gleich alles mit dem Anhänger verteilen muss. Dementsprechend bin ich ja auch am Überlegen, mir da einfach einen Toyota dann noch hinzustellen, einen Gabelstapler und da dann eben dementsprechend immer alles schön hin und her räumen zu können. Und wenn wir dann was brauchen, gehen wir mit dem Anhänger hin und holen es uns da im Prinzip dann ab. Das wäre so der Hintergedanke. So, jetzt vor lauter Babbeln nicht verpassen, dass ich hier noch tanken wollte. Wir würden es auf jeden Fall auch nochmal zum Hof packen. Würden es dann wohl auch nochmal packen, nochmal hierher zu fahren. Aber sicher ist sicher. Immerhin sind wir schon im roten Bereich, wobei der rote Bereich ja wirklich früh schon anfängt. Ich glaube, bei 20% fängt das schon an, rot zu werden. So, und dann schauen wir mal, kommen wir da mit dem großen Anhänger dann auch rum? Denn tanken möchte ich ja da am Tankfass. Das würde, glaube ich, auch gar nicht funktionieren, dass ich direkt aus der Raffinerie in den Fahrzeugtank das reinbekomme. So, fahren wir hier rechts schön außen entlang, dass wir da die Kurve gut bekommen. Ja, müssten wir doch hinkommen. Selbst mit großem Anhänger. Wunderbar anhalten, tanken. In der Zeit braucht man nichts weiter verbrennen. Können wir den Motor ausschalten. So, und dann schauen wir mal durch. Also hier Tiere habe ich eben noch ein bisschen Mischfutter, Silofutter aufgefüllt. Also natürlich klar, nach wie vor fehlen die Erdfrüchte, aber sonst sieht das ganz gut aus. Haben auch schon wieder 6 schlachtreife Masthühner. Ja, bei Rind und Schwein dauert es noch ein Momentchen, aber auch da wird es dann vorangehen. So, dann schauen wir mal hier. Ich habe dort ja auch noch Mist weggeschaufelt. Den habe ich in die Kompostanlage reingeschaufelt. Da ja, ist noch ein bisschen was übrig, was bearbeitet werden kann. Und dann haben wir über 80.000 Liter Kompost, den wir verteilen können. Ist ja auch schon mal was. Oder eben gegebenenfalls verkaufen, wenn wir ihn gar nicht verteilen müssen. Das sieht man dann. Dann schauen wir mal gerade, wenn wir schon hier... Achso, ich muss hier mal umwechseln. Schauen wir mal hier rein. Diesellager 6000 Liter haben wir da jetzt noch in dem Lager drin. Haben wir ja ein bisschen was rausgetankt. Etwa knapp 400 Liter. Aber das heißt, das reicht auch erstmal noch. Da müssen wir noch nichts dazu füllen. Ja, auf den zweiten Tank dort könnte ich im Prinzip verzichten. Der dritte Tank, der ist dann auch an Hof 2. Und wenn wir den besitzen, dann da werden wir natürlich dann auch was reinfüllen. Dann brauchen wir die Dieselpalette am Hof nicht mehr. Das hat dann natürlich auch wieder Vorteile. So, Palettenproduktion ist bald der Palettensammler voll. Also die vierte Palette hier mit fast 4000 Liter schon ja, auf dem Weg Richtung Ende. Und dann kann ja noch eine auf dem Spawnpunkt produziert werden.
Auch die Kartonpaletten sieht soweit ganz gut aus. Die neue Einstellung, ich habe sie noch nicht 100%... Ui, wieder zu schnell runter. Ich habe es noch nicht 100%ig überprüfen können. Aber wenn das jetzt alles hinkommt, wie ich mir das gedacht habe, dass die Einstellung da auch wirklich passt, dann wird es so sein, dass eine Palette genau 2 Stunden braucht, um produziert zu werden. Dadurch, dass wir aber ja eben 2 Produktionen haben, wäre das eben so, dass alle 2 Stunden dann eben natürlich 2 Paletten fertig sind, vorausgesetzt, dass ich auch beide Produktionen ausreichend befüllt habe. So, schauen wir mal noch hier. Bretterproduktion geht auch voran, das ist ja auch sehr wichtig, dass ich da ein paar weitere Bretter, und ich meine, auch hier hätte ich eingestellt, eine Bretterpalette innerhalb von 2 Stunden. Der stationäre Holzsacker, der macht im Moment nicht weiter. Da müsste ich nur dann nochmal vorbeischauen und müsste die beiden Stämme, die ich dort liegen habe, dann nochmal anheben, dass die eingezogen werden. Dann wäre also der Holzfüllstand auch nochmal ein klein bisschen höher. Flüssigdüngerproduktion läuft noch, aber natürlich nach wie vor die Gülle da ein bisschen eng. Da stehe ich noch nicht drunter. Na? Zu weit links gefahren. Dann probieren wir das Ganze nochmal. So passt das. So, zack. Können wir wieder nach innen gehen. In der Zeit den Motor aus. Können wir ein bisschen Sprit sparen. So, also Gülle müsste ich vielleicht nochmal schauen. Vielleicht kaufe ich mir dann doch auch nochmal ein paar Kühe, dass wir vielleicht auf 50 Kühe dann schon mal hochstocken. Dann bekommen wir auch schon mal mehr Gülle wieder raus. Auch bei den Mastanlagen muss ich mal schauen. Schweine- und Rindermast gibt ja auch Gülle ab, die Hühnermast aber nicht. So, Motor starten. Hier bekommen wir ja auch nochmal ordentlich Geld. Und den Körnermais, den kann ich auch noch verkaufen. Das gibt dann auch nochmal Geld. 2 Eierpaletten haben wir auch schon fertig. Sehr schön. Das muss ja auch zur Lebensmittelproduktion H2. So, Kirschfarm läuft. Nee, läuft nicht mehr. Kartonverpackung leer. Sollte jetzt aber auch... das war natürlich schon recht gering, weil... ja, von den vorigen Einstellungen, aber jetzt mit den neuen Einstellungen, die ich geändert habe, sollte da Karton jetzt auch etwas länger halten. Kompost ist noch gut gefüllt. Auch bei der Pflaumenfarm, also brauchen wir im Moment von der Kompostierung so viel Kompost gar nicht. Könnten wir also dann eher entweder einfach mal in der Kompostierung drin lassen, solange die noch nicht ganz voll ist. Hätten wir da ja noch kein Bedrängnis, das wieder rauszunehmen, und ansonsten können wir es ja verkaufen. Gibt es auch einen Verkaufspunkt hier beim Depot. Und mal schauen, der Milchmax 2, da ist die Milch leer, aber die Palette gar nicht voll. Da ist die Milch leer, aber die Palette gar nicht voll. Ja, was ist denn da los? Ich habe doch da etwas mehr als 10.000 Liter Milch reingedrückt. Also da muss ich dann nochmal ein bisschen Milch nachgeben. Das ist natürlich so nicht gedacht gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie war das eingestellt und habe ich da was geändert? Zur Not muss ich da nochmal reinschauen. Weil das ist ja, also für über 10.000 Liter Milch hier gerade mal 5.000, sogar etwas weniger als 5.000 Liter Haarmilch zu bekommen. Nee, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel, was da an Milch weggeht. Dass da vielleicht mal ein paar Tropfen, ein paar Liter daneben gehen, ja okay, da könnte ich mit leben, aber... weniger als die Hälfte, das finde ich dann doch extrem. Da muss ich also dringend nochmal nachschauen. Und der Milchmax 1, der läuft zumindest noch feucht, fröhlich vor sich her. Hat auch schon wieder 2 Milchkännchen fertig, die dritte bald. Wunderbar.
Der Kartoffelwascher läuft noch nicht. Ja, da bräuchten wir ja dann auch Kartoffeln. Also ich glaube doch, Feld 22, komm, das machen wir jetzt in der Folge drin noch. Feld 22 kaufen wir jetzt gleich noch. So, da müssen wir hier hin. So, Maussteuerung, da haben wir sie. Feld 22 wollen wir haben. Auch wenn hier jetzt keine Feldnummer steht, die Werte vielleicht anders sind. Abgezogen 27650. 27650 wird der richtige Wert. Habe ich auch das richtige Feld genommen? Ja, das wollte ich. Und da wird dann beim nächsten Mal Kartoffeln angepflanzt. So, Maussteuerung aus. Haben wir das noch? Und ja, wir sind schon wieder über die 15 Minuten drüber. Ich werde also hier jetzt noch weiter verkaufen und ja, danach werde ich dann Spiel beenden, mal in den Editor reinschauen, ob ich da beim Milchmax vielleicht noch irgendwas umändern, umschreiben muss. Ich glaube, den habe ich gar nicht überprüft. Ich glaube, der ist wirklich noch haargenau so, wie er von FSM war. Bin mir jetzt aber wirklich nicht mehr sicher, weil ich habe in so viele Fabriken reingeguckt. Überall das gleiche Skript, die gleichen Daten, also die gleichen Attributes, nur die Zahlen immer ein bisschen anders. Von dem her würde ich da jetzt meine Hand auch nicht ins Feuer für legen. Auf jeden Fall, da muss ich nochmal nachschauen, dass das auf jeden Fall in der Zukunft dann besser läuft. Und ja, sonst wird an diesem Spieltag gar nicht mehr viel passieren. Milch wollte ich nochmal wegfahren, hatte ich bei den Kühen noch ein bisschen was, was ich dann auch hier im Depot verkaufen wollte. Gut, ein Teil davon kann dann doch wieder zum Milchmax. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns dann schon wieder beim nächsten Spieltag, wenn die Ernte dann beginnt. Weil, wie gesagt, vorher passiert nicht mehr so viel. Das werde ich wohl dann schnell noch offscreen abarbeiten. Ach so, hier ist der Kompostverkauf. Also wenn ihr Kompost verkaufen wollt, haben wir ja auch hier so eine nette kleine Infotafel wieder. Hier kannst du deinen Kompost verkaufen. Also, wer Kompost verkaufen möchte, da gehört er hin. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.